Hallo meine Lieben, ich bin's Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider. Wir werden jetzt mal so ein bisschen weiter in die Sowjetanlage hier eindringen, vordringen. So, jetzt erstmal gucken, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ah ja, da oben hin und dann von dort aus, naja, geht's dann nach unten, aber erstmal muss ich noch mal ein bisschen looten. Denn man braucht ja schließlich Ressourcen. Okay, das ist voll. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, ich habe keine andere Wahl, als jetzt hier runterrutschen, ne? Oh, da drüben ist Loot, also muss ich hier jetzt irgendwie mal rüberspringen. So, ist ja noch was. So, Moment mal. Ja, puh, letztendlich kann ich ja nur, ne? Oh, das hätte ich ja beinahe übersehen hier. Alles klar. Wie kommen wir denn dahin? Dahin, okay. Ich ja nur wieder zurückrennen. Aber dahin? So, blinkte hier eben gerade nicht irgendetwas? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Naja, habe ich mir wohl nur eingebildet. So! Ja, ich komme ja nicht. Hier rüber komme ich ja nicht. Boah, da macht mir nichts anderes übrig, als das Seil runterrutschen, oder? So, jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt eigentlich wieder zurückkomme. Ja, haben wir nur hier rüber, ne? So. Ja, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als hier, ne? Oh. Er ist getroffen! Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Das kann jeder behaupten. Ah, ich brauche einen Dietrich. Okay. Also Freunde werden grün dargestellt. Verlust der Treibstofftanks wird sie behindern, aber nicht stoppen. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Missionsbelohnung Dietricher, den brauche ich ja. Noch um die andere Tür da aufzukriegen und diese Kiste hier. Diese Mission annehmen? Ja, naja, natürlich, ich nehme die an. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut, wir haben nicht viel Zeit.
Anzeige für optionale Mission. Der Überlebensdenk. Ja, okay, gut. Toll. Ah, alles klar. Das sind also die Türme da hinten. Ah, na. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. So, ist hier noch was? Ja, hier ist auch eine Munitionskiste. Oh, da unten ist noch was. Moment mal. So, wie komme ich denn da jetzt mal hin? Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Ja. Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn ich die Sender vernichtet habe, dass ich dann zu ihm wieder hier zurückkommen muss, ne? So, warte mal, dieses Lagerfeuer hier, das kann ich benutzen, oder? Ja. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Nun gut. Ja. So, jetzt weiß ich nur nicht, was flattert die... Na gut, solange ich keine... Wahrscheinlich kann man die... die Fahnen da jetzt auch noch irgendwie... Zum Schneiden von Seilen ist das einfach... Alles klar, wahrscheinlich auch noch eine Herausforderung, um die Seile, die Fahnen hier zu runter zu schnibbeln. Gut. Ja, da kann ich auch zu Fuß hingehen, da brauche ich nicht hinlaufen, ne? Komm schon. Das kannst du doch besser. Das kannst du besser, Lara. Alles klar. Gut, dann scheiß auf den Rücken jetzt mal hier runter. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Alles klar. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Welches Geheimnis denn jetzt von dem dieser komischen Stadt da? Aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Okay, hier scheinen jetzt irgendwie Feinde in der Nähe zu sein. So. Ach. Ach, Kacke, jetzt bin ich. Wölfe waren das. Ach, Scheiße. Ach, jetzt bin ich wieder hier, dann, na, Kacke. Okay, bevor ich jetzt auch mich nochmal mit den Wölfen da anleg, die mich dann jetzt... Oh Mann, nun. Komm schon. Denn hier kommen sie ja nicht rauf. So, jetzt muss ich mal ganz genau darauf achten, wo der eine... der andere Wolf abgeblieben ist. Wo der jetzt abgeblieben ist. Ich habe keine Lust, ihn da jetzt... quasi in die Arme zu laufen. Oh Gott, ist das hier groß. Ach Gottchen, sagt das Lottchen, ne? Gott, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach, kann ich ja noch komplett hier rumrennen, oder wie? Oh, jetzt. Da kann ich auch noch irgendwie rumkraxeln, wenn ich will. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert.
Allerdings, ja. Okay, dann speichere ich jetzt hier mal ab. Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in Lücken einzudringen, wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Alles klar. So, mal gucken. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Naja, wenn die das sagen. Das bekomme ich noch nicht runter. Okay, Holz ist voll. So, aber jetzt... Gut, da muss ich nochmal solche Pfeile mit Seilen dran haben, damit ich die Türen und andere so aufkriege. Ich habe ja noch kein Messer, um die Seile hier durchzuschneiden. Gut, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Scheiße. So, hier kommen die Wölfe nicht hin. Na toll, jetzt sehe ich sie aber auch nicht mehr. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladung, um Absperrbarrieren zu zerstören. Ja, wahrscheinlich muss ich da wieder eine Pumpgun haben, so wie im ersten Teil, ne? So, jetzt aber mal ganz kurz gucken, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, da oben ist so ein Sender, wo ich noch hin muss. Und da vorne ist der Ort, wo ich jetzt hinrennen muss. Ja, hier komme ich nicht durch. Was sind das für komische Geräusche, die ich jetzt höre? Oh, was war das? Alles klar, hier drüben war auch noch was, ne? Ja. Hm.
Das bekomme ich noch nicht runter. Ach Gott. Nun gut. Kann ich auch wieder abhauen, weil mehr kann ich hier jetzt im Moment nicht erledigen. Oh, hier ist auch Pilze. Kletterbare Wände, ja, das... Alles klar. Gut, dann machen wir mal hier den Springi. Alles klar, so. Und hoch da. Los, Lara, mach. Schon wieder ein Basislager entdeckt. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. So, der sagt jetzt gar nichts mehr. Ah. So, ansonsten ist hier ja nichts weiter, ne? Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ja, das stimmt allerdings. Ja. So, ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.